Hey, ja. Willkommen zurück zu The World Ends With You zur Fortsetzung des Let's Plays. Beim letzten Mal haben wir das Spiel abgeschlossen. Wir haben die Story beendet, indem wir den letzten Tag beendet haben und damit das Spiel beendet haben endgültig. Also das heißt, wir sind wieder in der realen Welt, wir leben wieder und ja, machen jetzt weiter trotzdem mit einem Zusatzkapitel. Und dafür machen wir Continue. Wir sollten Continue machen. Und zwar einmal gibt es die Shutdown PPs von knapp 5 Tagen. Hab mir eine kleine Pause eingelegt. Jetzt nicht eine sonderlich große, aber eine kleine Pause. Und ja. Wir haben eigentlich kein PP, weil wir alle aufgerüstet haben. Haben wir auch keinen Pin mehr. Gut, legen wir los. Okay, es geht direkt los hier mit Obtained. Game cleared. Ja, nochmal als Beweis, dass sie beim letzten Mal beendet haben. This proves that you have beaten the game. Nice work. You can now access the chapter selection menu from your phone. Ja, genau, das ist der Beweis, dass sie das geschafft haben. Na, wie immer. Okay, congratulations. You beat the game. This tale has now drawn to a close. Ja, haben wir beim letzten Mal schon festgestellt. If you like, you can revisit any part of the story. Just select a day from the chapter selection menu. All your items, pins, and other stats will be carried over. You can fast forward to cutscenes you have already seen by holding down the L or R button. Delve into each chapter to unlock secret reports penned by. Well, you will have to see for yourself. The reports flesh out the backstory for each day and we hope answer some of your lingering questions. Ja, diese Secret Reports, die werden wir im Rahmen des Let's Plays nicht mehr machen. Nein, aber vielleicht, wirklich nur vielleicht, gibt es noch irgendwann eine Art New Game Plus Let's Play, wo wir uns den mal zu, wenn wir uns mal dem halt widmen werden. Also wo es wirklich darum geht, die irgendwie zu erreichen. Aber kann ich noch nicht versprechen, dass wir auch wieder ein bisschen Zeit dafür investieren müssen. Ja, geht nicht so einfach, dann alle nochmal spielen. Wir müssen da die Charaktere verbessern und ähnliches. Deswegen kann sein, dass wir später nochmal machen als Let's Play ein eigenes. Weil, wie gesagt, das erweitert die Hintergrundgeschichte ordentlich. Diese Reporte, aber also Berichte. Aber ob wir die machen werden, wie gesagt, ich kann es noch nicht sagen. Ich kann es noch nicht versprechen. Kann sein, dass wir es da, dass wir nach diesem Zusatzkapitel gleich machen werden, dass da nichts mehr machen für dieses Spiel, aber kann auch sein, dass wir das zumindest noch an Angriff nehmen werden irgendwann. Ich kann es halt noch nicht sagen, hab mir letzte Tage auch keine Gedanken drum gemacht. Also, ja, vielleicht im Rahmen des restlichen Displays hier, von diesem Teil hier, komme ich vielleicht zu einer Entscheidung, andernfalls, ja, werdet ihr es entsprechend von mir hören, dass ich mich noch nicht entschieden habe. Ja gut. Collect all the reports for one last surprise. Ja, okay. We won't spoil it for you. Ja, ärgerlicherweise, wir wissen nicht, worum es geht. Also was ich weiß, während halt teilweise die einzelnen Zusammenhänge zwischen den Kapiteln oder warum, was so passiert, wie es passiert, da ein bisschen ausgeleuchtet. Was ich das weiß, hab mich auch nicht spoilern lassen. Ich weiß auch nicht, hab da glaube ich nie was zu gefunden. Also ich wüsste auch nicht, wo die irgendwo stehen im Internet, diese Reporte. Wie gesagt, kann einer von ihnen machen, vielleicht auch nicht. Beating the game has also unlocked a side story, Another Day. Join the cast, Alter Egos, in a Zenny Womp zu an alternate Shibuya. Ja, Another Day ist genau das, was wir jetzt machen werden. Das ist nämlich die Seitengeschichte. Ah, die machen wir jetzt nämlich. Okay, it's all for you now. Pick a chapter. Life a little. You can access the chapter selection menu through your phone. That's the only way out of this room. Got it? Good. Tutorial box out. Ja. Gut, wir sind jetzt hier im Room of Reckoning. Hier gibt's auch nichts mehr, ne? Hier kommen wir nicht mehr raus. Ja. Wir können also hier hingehen. Das neue nochmal lesen. Megumi Kitaneji, the conductor and leader of the Reapers, able to stop time and terminate foes instantly. Ja, am unsicher, ja? Den kennen wir schon.
Den kennen wir auch, ne? Haben wir beim letzten Mal gemacht. Angus Kentus. Kita Neji's nice form. His head is vulnerable. So use teamwork and focus your attack there. Ja, Hipsnick. Drago Kentus. Kita Neji's dragon form after integrating Ashura. Aim for the heads and finish it off. Wir haben auch nochmal Hipsnick. Aha. Okay, jetzt haben wir noch. Ach, wie wir jetzt hier können wir die Partner frei wählen. Auch nicht schlecht. Ja, Shiki müssen wir also so bringen. Die hat eine ganz miese Werte, wie ihr seht. Aber ich wollte erstmal das gucken, was wir hier eben noch frei noch bekommen haben. Mal gucken. Game cleared. This ticker also allows you to fast forward to cutscenes by holding down the L or R button. Sehr gut, so gut zu wissen. Gut zu wissen. Ja, das kennen wir alle schon. Ja gut, gut, wir haben noch, warte mal, wir haben noch für Shiki. Shiki kann man nochmal anziehen, ja. Shiki kann man mal anziehen. Wenn wir wollen. Ja, mal gucken. Haben wir hier für Shiki. Haben wir hier für Shiki alles. Mal gucken. Nein, Nico braucht das nicht. Gibt ja viel zu haben, weil wir gekauft haben in der Zwischenzeit. Deswegen kann er sein, dass wir. Shiki, Attack, nein, das brauchen wir nicht. Das wissen wir nicht, was das macht. Das ist immer schlecht. Das ist immer schlecht, wenn wir nicht wissen, was das macht, ne? Ja, 2 und 1, das wäre besser. Das ist natürlich noch besser, aber wir brauchen keinen EXP-Boost. 6, 8, 8, das ist auch nicht schlecht, wirklich nicht. Kann vielleicht auch besser sein, nehmen wir mal das. Shiki kann das sehr gut gebrauchen, muss man mal sagen. Guck, ob wir für Shiki noch was haben hier. Wir haben noch diverse Sachen für Shiki halt gekauft. Ich erinnere mich, aber. Jetzt kann ich mal gucken. Ne? Aha. Muss ich immer den Blick haben dafür. Hör Attack increases by 1. Wann das ein T-Shirt? Naja, auch nicht schlecht, ne? Auch besser. Ja, zumindest schon mal. Ja. Aber ob wir das behalten, weiß ich nicht. Nein, nein, nein. Oh, ja, das ist auch nicht schlecht. Bottom. 1 und plus 8, das ist auch viel besser, würde ich sagen. When you are love. Ja, das ist doch sicherlich eine bessere Sache. Haben wir noch. Da brauchen wir noch 2, Attack plus 2. Ja, ich guck jetzt mal hier bei Shiki nochmal durch. Ja, alles ja gekauft haben. Die will ich auch ein bisschen noch hochbringen. Wenn die Schuhe wie ist es. Nein, nein, nein. Wie sehen wir den Schuhen aus hier? Alle mal durchgehen. Ja, das ist auch nicht schlecht. Nee, das ist eigentlich gar nicht so gut, weil wir langsamer werden. Auch nicht schlecht. Brauchen wir das? Ne, keine Ahnung. Überhaupt nicht. Top and Bottom. Aha. Boah, auch nicht schlecht. God Bottom. Aber das ist schlechter als das. Deswegen ist das nicht so super, würde ich sagen. Haben wir hier noch? Attack increases. Attack plus 4. Da muss ich mal gucken. Ja, es ist so viel Zeug, was wir mittlerweile gekauft haben. Da habe ich auch keine Ahnung mehr. Was gut wäre, was schlecht wäre. Da wissen wir nicht, was es macht. Das ist auch mal schlecht. Wenn Shiki wie ist es. Ja. HP brauchen wir nicht unbedingt. HP haben wir eigentlich relativ ziemlich gut. Ich glaube, davon 2. Ah ja, hier. Gab's auch noch was. Das ist es zwar, aber. Brauchen wir nicht.
Das ist auch besser, ne? Weil das auch mehr Schaden macht. Also mehr Schaden macht. Ja? Top. Verteidigung geht hoch. HP brauchen wir nicht. Geht auch hoch. Das macht keinen Unterschied. Und noch ein Fusion ist da. Attack plus 2. Ja, geht der für die Angriff noch höher? Ja, ich glaube aber, das können wir wohl so belassen. Was mit Mausi? Mausi! Es ist so viel Zeug, man hat echt keine Ahnung. Ja, ich will aber nicht fahren. Ich will nicht von Kämpfen weglaufen. Das will ich nicht. Na gut, wir haben noch nicht alles so, was das angeht. Wir können mal in die mal Chapters angucken. So. The Chapter Selection Menu. From this menu, you can replay any of the game chapters anytime you want, with your items and level intact. Dive into each chapter to unlock a secret report, which will let you closer to the truth at the heart of the story. Contents, screen layout, new ways to play, chapter quests. Screen layout, top screen, chapter info. The title and chapter summary are followed by a list of quests for the day. Completed quests are marked with a star. Bottom screen, chapter panels. Touch a panel to play that chapter. The star marks correspond to the quests on the top screen. Fill in the stars for the day and the question mark will change to a blue page. Touch it to read a secret report penned by someone from the story. New ways to play. Keep all your powers. Your characters will retain their stats and abilities no matter which chapter you play. You pick your battle partner. Select who will join you in combat from the items menu. Your partner on the story will not change. Okay. Bonus chapter, another day. An absurd side story based around Tinpin Slammer. Jetzt könnte ich das. Na super. Chapter Quest. Collect the specified report. Sometimes the quest will ask you to find the report for a different day. Eliminate all the pick noise symbols. They are hidden in areas all over the chapter. Leave no poker unprodded. Get the specified item. The Heinz will tell you where to look. Eliminate the specified boss symbol. Set the difficulty to hard and don't chain battles. If you beat the boss, your time will be listed in the noise report. Okay. Ein paar Mal, ja, ein paar gerne. Shiki Day 1, Repost Game. Nico comes to at the Scramble Crossing in Shibuya. A pin with the skull clutched in his hand. Ja, brauchen wir die Nose Glasses. Shiki, zweiter Tag, don't kill me. Thrust into the Reaper's game for reasons unknown. Nico joins up with a girl named Chiki. Da brauchen wir den Report vom ersten Tag. Also deswegen machen wir in der Regel auch dann in der Reihenfolge wieder. Wie gesagt, die machen dann das New Game Plus dann vielleicht irgendwann. Dann brauchen wir noch mal einen Sailor Suit. Day 3. Who to trust? Nico and Chiki meet Hanekoma, a guardian, and learn of their dire Predicatement. Da brauchen wir den Report vom zweiten Tag. Das die Karte braucht man und das Boss-Symbol Nummer 88 auf schwer oder darüber. Deswegen muss man die Charaktere da gut leveln, wie man halt stark genug ist für auf schwer. Das ist wieder der Punkt. Day 4. Erased. To survive the game, Neko and Shiki decide to team up with Beat and Rhyme. Ja, da haben wir das, die Pick-Noise-Symbol schon abgeschlossen. Das Mrs. Cloud-Outfit gibt es da. Und dann nochmal zwei Boss-Symbole. Ich glaube, die gibt es nicht mal alle. Also, ich glaube, alle gibt es nicht mal, wenn man erstmal durchspielt. Also, man könnte dann nie mal die nochmal begegnen vorher. Teilweise gibt es auch neue Gegner, so sinngemäß. Chiki, Day 5. Empty Urban Legends. Rhyme is caught in the Meepers Trap and erased. Leaving Nico and Chiki alone again. Ja, brauchen wir den Report vom vierten Tag.
Mr. Ducky Braumann und das Symbol Nummer 90. Dann haben wir Superiority Inferiority. Game Master Higashizawa confronts Neko and Shiki, whereupon Neko learns of his own death. Da braucht man den Report von Tag 3 und 5. Dann die Pignoy-Symbols, die haben wir schon. Und den Solid Slammer. Aha. Und Tag 7, Day 7, Wirkless Dream. The game's final day. Neko and Shiki head for the freeway to face Higashizawa. As for beat. Da brauchen wir den sechsten Tag-Report, den Report vom sechsten Tag. Dann brauchen wir den Mr. Me-Suit und das Symbol Nummer 91. Yashua! Roots! Neko, forced to replay the game, scrambles to find another partner and the fighting chance. Da brauchen wir den Potted Plant, aha. Ja, die Items gibt's auch nur im New Game Plus auch noch, da kommen wir dazu. Day 2, Repass. Neko teams up with a new partner, Yoshua, but his feelings of mistrust only snowball. Oh, und den Report vom ersten Tag, Pick New Symbols, Super Mask Mask und The Bull 86. Day 3, Roaming the Streets. Despite Neko's misgivings, he and Yoshua head for Kid Street to complete their mission. Oh, und den Report vom zweiten Tag, den Pirate Head. Und das Symbol Nummer 44. Auch schwer oder darüber. Day 4. Pimps. With missions on hiatus. Neko agrees to go along with Yoshua. And investigate Udagawa. Da haben wir den Report vom dritten Tag. Und den Report vom siebten Tag von Shiki. Pick Noise Symbols und der Samurai Rick. Wie gesagt, macht dann so einen Sinn, wie alle in der Reihenfolge zu spielen. Day 5. Torf. Yoshua persists in his search for the Shibuya River. Meanwhile, Neko packs him as his own killer. Ja, das war ja auch richtig. Hat der herausgestellt, dass er wirklich erschossen wurde von Yoshua. Da waren den vierten Tag der Report, die Biker Gloves und die Boss-Symbole 82 und 84. Day 6, Beast on the Prowl. The first mission mail to come in 3 days finds Neko enraged by the truth about Yoshua. Brauchen wir den Report vom fünften Tag, das Ninja Garb und das Boss-Symbol Nummer 22. Day 7, Clash of Desires. The final mission. Neko and Yoshua make their way to Park City to defeat Minamimoto. Brauchen wir den Report vom nächsten Tag, die Pictor Symbols. Die Boys Uniform with Blazer und das Boss-Symbol Nummer 92. Beat. Sensible Senseless. Neko enters one more game. This time his last. He heads to Hachiko in search of a partner. Ja, wieder Pictor Symbols. Girls Uniform with Blazer. Das Boss-Symbol Nummer 81 und 83. Aha. Day 2, Style. Neko makes a pact with the Reaper Beat. Game Master Konishi confronts the unlikely pair. Oh, und den Report vom ersten Tag. Die Fels Tees und das Boss-Symbol Nummer 66. Day 3, The Composer. Beat searches for Konishi to get Rhyme back, but someone stands in his way. Ja, wir brauchen den Report vom zweiten Tag. Die Pictor-Symbole. Black Bookback und das Symbol Nummer 89. Da haben wir noch gar nichts halt geschafft. Day 4. In the Billy Gold. Kamiya challenge Neko and Beat to a game with Rhyme at stake. Can they win her back? Ja, war ja leider nur eine Fälschung, ne? Da haben wir den Report von Beat zum dritten Tag, von Yoshua den siebten Tag und das Gakuran. Aha. Day 5, Vanishing Point. Neko and Beat skirt Shibuya in search of Konishi, only to find something has befallen the town. Ja, da brauchen wir den Report vom vierten Tag, die Pictor Symbols, das Head Honcho und der Boss-Symbol Nummer 47. Aha. Day 6, Stride. With the composer's identity seemingly revealed, Neko and Beat hurry to Hanekomas Café. Ja, da brauchen wir den Report vom fünften Tag. Pick Noise Symbols,
das Lucky Mallet und das Boston Boo Nummer 93 und Day 7 Game. Nick and Pete head for Shibuya River to take the composer down. It's the only new. Ja, wir wollen den Report vom nächsten Tag von Beat, Pick Noise Symbols, den Samurai Helm und das Boston Boo Nummer 94 und dann haben wir noch das Secret, The Axe. Another day. This day ends with you. On a certain day, at a certain time, in a different world. This, like, totally really happened. Ah, da brauchen wir eigentlich den Report von Beat vom siebten Tag. Ah, da müssen wir alle Picknoise-Symbole finden, hier in diesem Kapitel. Dann die Girls-Uniform with Sweater. Und den ultimativen Gegner auf der Spitze von Pork City. Ja, das ist unser Ziel. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt. Wir machen jetzt This Day End With You. Also, los geht's. Hat lange genug gedauert. The tale you are about to experience depicts a world entirely separate from that of the main story. Ja, das hat nichts damit zu tun mit dem, was wir vorher erlebt haben. Ein anderes Paralleluniversum. So sieht's halt aus. Same station. Same crowds, too. Same noises. Same buildings. Zigzagging across the sky. Man, life is sweet. Dear Lord. Please, let today be even sweeter than yesterday. Thanks, peace. There. Now, today is totally gonna kick us. Or is it? Oh no! I feel my inner emo stirring. Must fight emo urges. Wait, I've got it! I just need to focus on the light of my life. My beacon of hope. Yes, that will pull me right out of this funk. Why? Because that light is... A trick of fate? A microcosm of my world? Or the meaning of life? It's my purpose! Thin Pin Slammer's my purpose! I will be the greatest slammer that ever lived! Quick! To Marco! I must hurry! They're holding a slammer of their... This very day! Okay, another day. This day ends with you. Das spielen wir jetzt. Es geht also nach Molko. This bonus chapter, another day, ends when you want it to end. Also es gibt eigentlich trotzdem so eine Art Ende. Also man ist kein endlos Tag, aber man kann gewisse Ziele erreichen. Das darum geht es. Das wollen wir machen. Go where you want. Do what you like. Keep it real. When you are ready to bail, just go to the Chapter Selection Menu and jump to another chapter. Ja, vielleicht. Dann nicht mehr. Like a bird from a zoo. It's time for a Tin Pin Lesson from me to you. Got question about Tin Pin Slammer? Basic rules. Right. Every good lesson starts with the basics. Tin Pin's rules are simple. Slash your pin to slam it into an opponent pin and knock it off the table. Knock off all of your opponent pins or have the most TP when time runs out and you win. Slash technique. Pins move in the direction you slash. Keep slashing to pick up speed. Slash straight down the middle of the pin to go straight. Slash the side of the pin to aptly spin. Start slamming, draw a line, but don't lift the stylus, and you can store power. Once the arrow starts flashing, lift the stylus to unleash a high-speed charge slam. Knockouts. If a pin gets hit by a whammy, it may be knocked out for a period of time. If your pin gets KO'd, you can rapidly tap it to shorten its downtime. Ach, das habe ich vergessen gehabt. Okay. What are whammies? Yeah! Who doesn't love whammies? I do!
pins have four powerful attacks known as whammies, which activate with the control pad or the A, B, X, Y buttons. Stinger. Use this whammy to cover your pin with spines and KO foes that touch you. Control pad white or A button. Helping hands. If you have fast reflexes, you can save your pin from falling off the table. Control pad down, B button. Sledgehammer. Use this whammy to attack in a wide circle and KO foes from afar. Control pad left, Y button. Dive bomber. Use this precision attack to walk into the air and drop onto a distant foe. Control pad up or X button. Timing is key. Save your memories for just the right moment. Then turn the tables. Obwohl immer mehr vorkam in diesem Ding hier. Memories in action. Here's what memories can do for you. The Stinger, Sledgehammer and Dive Bomber work much like rock, paper, scissors. If an opponent uses the Stinger, knock him out with the Sledgehammer. If an opponent uses the Sledgehammer, get the drop on them with the Dive Bomber. If an opponent uses the Dive Bomber, be ready to block with the Stinger. Whammies also work while you are on the move. Except for the Helping Hand, you can use any whammy in the middle of a high-speed charge slam. Try pairing a charge slam with the Stinger. You can KO an opponent when the slam connects. Lastly, if an enemy slam sends you flank towards the table edge, you can use Dive Bomber to leap to safety. Remember, the right whammy at the right time can turn the whole match around. Ja, ich kann da auch noch nicht so gut, ne? Aber vielleicht diesmal klappt's ja besser. Pin Tips. So many pins. How do you decide which ones to slam with? Ja, gute Frage. Stats like the number of whammies you can use vary from pin to pin. Other stats include weight, spin and how long the pins stay KO'd. While it's tempting to choose pins with tons of whammies, you should consider other factors. The same whammy may have a different range, duration or dodge speed depending on the pin. In other words, lots of each whammy does not a strong pin make. Look at a pin's overall stats. You can check pin stats from the pins menu. Just touch the tin pin info tab. Ja, klare Sache. Nothing Thanks haben alles erfahren jetzt. Danke für die Information. Now you are ready to slam with the best. Perhaps another day you may even face me. Oh, me. Who is this guy? Ja, er ist halt he. Ja, Abla, tut mir leid. Ja, Randale, Randale, Randale. Man muss nochmal einstecken. Ja, das Kabel ist wieder hier verknotet. Deswegen hat er mich rausgezogen eben. Weil da ist mein Akku vom Controller zu schwach. Der geht ziemlich schnell. Was sonst mal einer hier? Das ist doch schicki. Hey, got time to play me in Tin Pin? Tin Pin? Sorry, not right now. I have to get over to Marco. Oh, for the slam off. Aren't you going? I thought all the boys were. Oh, I'm going. I just figured I would warm up first. Gotcha. Oh, what's the hey? One round. I can make time. Sweet, get ready. Ja, mal gucken hier, ob wir Erfolg haben. Oh. Erwischt. Ja, das ist ja hier doof, ne? Ah. Ich schieße mich wieder selbst vom
Ich schieß mich wieder selbst runter, ey. So. Ja, wir haben es trotzdem so geschafft. Haha! Wie super! Wir haben Shiki besiegt, ja! Cool, ne? Hey, not fair! What's not fair? Since when are you so good? Since when are you so bad? There go my dreams of becoming a champ. The price of sucking, I'm afraid. I know. Why don't you become the champion? Okay. I mean, that was the plan. Then, after he gives you the prize, shake my hand. Promise! After Wu gives me the prize. Ja, wir haben Shiki ja eben bezwungen. Im Tinpin, ne? Cool, ne? Ist doch super. Oh ja. Englisch? Oh! Das ist Japanese! Ja, haben sich der Besetzer doch gespart. Der braucht niemanden was übersetzen, ne? Englisch? Ja, vielleicht ein Bug. Sollte vielleicht mal übersetzt werden ursprünglich. Haben wir nur vergessen. Kann auch sein. 90 calories. Alright. I can have another 90 calories today. Should I go for ramen? Ice cream? Oh, if I'm getting ice cream, I should hit the dessert buffet. 90 minutes. All you can eat. Ja, warum nicht? Ich wollte erst noch was. Die Pins haben wir eben noch Pins hier, ne? Hipsnacks. Hipsnack Pins haben wir noch. Nehmen wir mal den. Da brauchen wir nur einen. Ja. Und was essen wollte ich auch. Genau, was essen muss ich auch noch hier mit Shiki. Shiki will noch viel, viel besser werden. Weil der Shiki immer einsetzen nur. Ist sicherlich besser. Aber wenn wir jetzt so hier komplett wechseln können. Wenn wir wollen, aber wir wollen erstmal hier hochkommen mit unseren Werten. So, machen wir hier ein paar Kämpfe. Punk! Punk's an attitude! Shredded clothes don't make you punk! It comes down to whether or not you got punk in your soul! Attractive! Hehe, the guys can't take their eyes off me today! I must look stunning in this outfit. I just bought it. Huh? Oh, I forgot to take the tags off. Ja, das ist natürlich dann übel, ne? was ist denn das hier? Hallo? Das sind Viecher, da sind die auch schon, weiß nicht, die sind ja geschwitzt. Und dafür einer? Oh. Okay. Da schicke ich mir mal nur noch den Fusion Boost auch noch kriegen. Ja, nächste Fusion Boost Stufe. Müssen wir mal kennenlernen, haben wir noch nie. Ja. Ja. Okay, haben wir ihn aufgeräumt hier? Ja. Also. Komm schon, also ey. Guck mal, was so Viecher sind, ne? So. Ja, super. Freut mich auch. Okay. Aha. Ah, jetzt können wir hier was machen. Wir machen endlich mal. Können wir Viecher ein bisschen helfen? Das ist sicherlich gut. Oh. Ah. Oh, der ist weg. Okay. Auch erwischt. Haben wir auch erwischt, würde ich sagen. Das geht weiter. Was ist das für einer? Ja, das war nice, auf jeden Fall. Oh.
Lass das. Ja, eigentlich muss man die Charaktere auch da entsprechend so weit verbessern, dass man entsprechend auch stark genug ist, um diese Bosse auf schwer anzugreifen. Das ist halt das Problem daran, beim New Game Plus. Müsste man viel, viel aufstufen. So, wir haben einen Ping gekriegt. Ja. Okay. Ah ja. Sind wir relativ stark. Ah, mal gucken. Aha, wir reisen auf Mr. Me. wir reiten auf Mr. Me, wollte ich sagen. Wo ist er denn? Da. Da ist er ja. Ah. Also, geh doch. Geht auch. Und geschafft. Tech Tides, Brock. Aha. Okay, jetzt haben wir ein paar Gegner wieder kennengelernt.